Hallihallo meine Damen und Herren und willkommen zu einem neuen Patreon Down. Es ist noch ziemlich früh, aber der Patch ist schon da und wir müssen uns damit beschäftigen. Viel Spaß! Was so die generellen Patch Notes beschäftigt, werden wir uns sehr, sehr viel mit Assassins und ja, beschäftigen müssen. Es gibt kleine Buffs, die uns betreffen, auch als Supporter, also nicht uns als Supporter speziell, sondern wie beim letzten Mal auch eher so unser Umfeld. Fangen wir jetzt mal hier mit Camille an. Camille war viel zu stark, sie hat eigentlich auf jeder Fähigkeit viel zu viel drauf gehabt. Ihr Q wird genervt, das bedeutet aber bei ihr auch, dass beide Instanzen des Qs genervt werden. Man hat bei ihr die Fähigkeit gehabt, das Q zu aktivieren für ein Auto-Attack-Reset und dabei mehr Schaden zu machen. Dann hat man nach einer kurzen Wartezeit die Möglichkeit gehabt, das nochmal zu aktivieren und hat dann True Damage gemacht. Und auch dieser True Damage wurde praktisch um 20% gesenkt. Dann haben wir hier Tactical Sweeper. Hier ist es ein bisschen tricky. Es heißt hier, dass der Slow von 90 auf 80% reduziert wird, aber jetzt hat auch komplett bis auf 0 herunterfällt. Was heißt das jetzt im Endeffekt? Ja, die mittlere Slowdauer, die dieser Spell jetzt hat, ist halt nur noch 40%. Und ihr wisst alle, dass eigentlich 40% Slow nett sind, aber nicht wirklich effizient. Und ich sage auch immer wieder, Slow ist zwar ein nettes Nice to Have, aber Stunts sind immer besser. Von dem her werden wir hier bei Camille, ich spreche jetzt das so ein klein bisschen weiter an, weil wir Camille Support auch schon öfter mal auf einigen Randpositionen gesehen haben, werden wir das weniger machen können, weil wir halt einfach weniger CC zur Verfügung haben und Camille Support von ihrem CC lebt. Eben auch jetzt hier der Faktor bei dem E, wenn wir jemanden treffen mit unserem E, dann haben wir hier eine kürzere Stun Duration. Und das ist halt wirklich traurig, denn eine Stun Dauer von einer Sekunde ist im Endeffekt schon wenig gewesen. Und jetzt hat 0,75 ist halt noch weniger. Wenn wir uns dagegen eine Morgana anschauen, die jemanden für über 3 Sekunden rootet, da kann die nur drüber lachen. Außerdem kostet es jetzt wesentlich mehr Mana und wir haben jetzt auch nicht so viel Mana als Camille Support. Gut, wir gehen meistens dann noch die Mana-Regeneration und können das so ein klein bisschen ausgleichen, aber naja, ist jetzt halt auch nicht so tolle. Also generell als Support würde ich jetzt, hat sich leider so verschoben, dass Camille nicht mehr so spielbar ist. Oder sagen wir mal, nicht mehr so effizient spielbar ist, so wie es jetzt halt vor die Tage mal in der LCS ausgepackt wurde, weil Camille einfach gepickt wurde, weil sie OP ist. Das denke ich würde jetzt halt nicht mehr passieren. Vor allem auch, wenn jetzt sie während ihrer Ultimate stirbt, das heißt, sie castet ihre Ultimate auf jemanden und stirbt dann in der Dauer, dann verschwindet dieses Feld auch nach einer Sekunde. Bisher war es immer so, das Feld ist komplett bestehen geblieben und da hat man halt einfach die Sache gehabt, damit hatte man noch ein bisschen Kontrolleffekt. Hat man jetzt leider nicht mehr. Camille daher einen 100%igen Nerf abbekommen auf eigentlich so gut wie jeder Fähigkeit. Ist ein bisschen schade, aber jetzt werden wir sie endlich auch mal in der Kluft sehen. Denn jetzt, denke ich mal, wird sich der ein oder andere da rantrauen, weil sie nicht mehr gebannt ist. Gehen wir weiter zu Ivern. Ivern ist ja eigentlich so der Top-Tier-Jungler in der LCS aktuell. Da packen sie ein klein bisschen weniger Resistenzen auf Daisy. Das bedeutet halt im Endeffekt, dass sie jetzt hat Level 6 hat sie 5 Resistenzen weniger, Level 11 hat sie 20 Resistenzen weniger und Level 16 hat sie 30 Resistenzen weniger. Für uns als Supporter war Daisy eigentlich immer nur so ein Tool für Stunts. Und gerade so die Early Phase 6 bis 11, ich hatte ja da letztens ein Spiel, macht es unglaublich viel Spaß und man hat unglaublich viel Impact mit Daisy. Das wird jetzt ein bisschen wegfallen, weil die Leute können sie eigentlich auch relativ leicht wegfokussen. Ich habe zwar schon immer gesagt, dass bei Daisy das Problem besteht, dass sie relativ leicht zu töten ist. Das wird jetzt halt noch leichter gemacht. Traurig, ein kleiner Nerf, aber insgesamt kann man das schon noch verkraften. Mit dem letzten Patch sind die ganzen Lethality-Änderungen gekommen und damit sind auch einige Champions noch durchgerutscht, die jetzt halt viel zu stark waren und genervt werden. Dazu haben wir jetzt Jayce. Jayce wird aber nur, muss man sagen, in der Melee-Form genervt. Das heißt, die gefährlichen Poke-Kompositionen mit Jayce sind immer noch möglich. Sein Q und sein Portal wurden also nicht angefasst. Es wurde rein der Schaden hier, man sieht's, auf die Melee-Form angewandt und das heißt halt im Endeffekt aber auch ist dieser Nerf gar nicht mal so schlimm. So roundabout sind es dann 10% weniger Schaden, die man mit ihm macht, so nach und nach mit den Items. Es ist zwar, ja, es ist ein Nerf, ganz klar, aber es ist nicht allzu dramatisch, also passt auf Jayce immer noch auf. Gerade der Faktor von Lethality ist hier das, was ihn so stark macht. Da muss man ein bisschen aufpassen, der ist noch nicht weg.
Bei Kha'Zix ist es ja auch so, er hat mit Lethality alles zerrissen, der Q wird genervt vom Schaden her, von der Ratio und der Cooldown Refund auf ein isoliertes Ziel. Ihr habt jetzt ja praktisch, wenn ihr off-spot gecatcht werdet und alleine seid also, dann habt ihr mehr Zeit, bevor Kha'Zix euch nochmal isoliert treffen kann, weil ihr meint, ich habe jetzt halt 15% seiner Cooldown Reduction oder seines Cooldowns mehr Zeit, zu einem Teammitglied, zu einem Turm, zu Minions oder sonst was zu kommen. Nette Sache. Und im Endeffekt hat er aber auch nur 10% weniger Schaden. Er wird auch immer noch gefährlich sein. Da braucht man sich gar nicht schönreden. Klar, dieses Overpowerte ist jetzt halt nicht mehr. Wahrscheinlich wird man mal wegkommen mit dem Luck, dass man 20 Leben noch hat oder so. Es ist auf jeden Fall Nerf, aber nichts allzu Dramatisches. Bei LeBlanc muss man auch aufpassen. Es sieht zwar wie ein Nerf aus, zwar aber nur auf die, also auf ihre Passive bezogen, aber nur auf die Early Level. Ich habe es mir mal kurz rausgesucht. Man hat hier einen Nerf, der etwa in Early Level bis zu 75% runtergeht. Also ihr Schaden ist jetzt um 75% nur noch. Davor 100%, jetzt 75%. Und das kann man rechnen, ist so ungefähr bei Level 9 70% nur noch. Ist wirklich schwach, aber schon ab Level 14 ist sie wie früher. Und da sie ja ein Midlaner ist und auch ihre Items etc. und Erfahrungspunkte nicht teilen muss, wird sie im Mid- und Late Game immer noch eine Riesengefahr sein. Ja. Also da wurde überhaupt nichts angepasst. 7 bis 13 ist dann so eine Sache, da wird es langsam wieder hochskalieren. Man hat aber jetzt auf jeden Fall mehr Potenzial gegen sie in der Mitte zu fighten, gerade während der Laning-Phase. Malza, unser aller Lieblings-Poke-Supporter neben Syra, die hat auch eine kleine Änderung erfahren, aber es hört sich gar nicht mal so schlimm an, wie es ist. Es ist eine riesen Wall of Text und im Endeffekt heißt es nur, Voidlinge spawnen nicht mehr on-cast, sondern haben eine Animationszeit, bis sie wirklich erscheinen. Das heißt, man kann kein Counterplay mehr machen. Wir werden von Fresh, von Blitzcrank, von Nautilus oder sonst was gehookt und casten den Voidling genau dorthin, wo jetzt gerade der Hook kommt. Das ist leider nicht mehr möglich, bei Fresh schon noch, weil man hat von ihm ja auch eine kleine Animationszeit. Also wenn man da wirklich on point ist und das predicted, dann könnte man den immer noch counterplayen. Generell, aber dauert jetzt ein klein bisschen länger und es ist halt so ein bisschen DPS-Verlust. Dann haben wir auch einen Cooldown zwischen den Casts. Man hat ja meistens immer so gemacht, WW und dann die Ulti, damit man den maximalen Schaden drauf hat. Das kann man jetzt halt nicht mehr machen. Wir haben jetzt halt praktisch den Voidling mit einer Sekunde Cast-Time dazwischen. Das heißt aber auch, dass wir den Voidling öfter mal hernehmen müssen, um einfach nur so zu poken und nicht immer auf diese All-In-Kombination gehen, dass wir zwei Voidlinge spawnen. Da kann man, muss man ein klein bisschen aufpassen, da muss man ein bisschen sich dran gewöhnen. Sollte aber eigentlich auch kein Thema sein. Und der letzte Nerf, so gesehen, das ist ja eine neue Fähigkeit, aber es ist ein Nerf im Endeffekt. Wenn die Voidlinge mehr als 600 Einheiten von uns weg sind, und jetzt mal kurz gedacht, das ist eine Auto-Attack-Range von Caitlyn, grob, dann werden die Voidlinge langsamer von ihrem Lauftempo zu ihrem Ziel hin. Normalerweise priorisieren sie ja die, die mit dem E bedeckt sind und das ist halt jetzt die Sache, du kannst jetzt nicht mehr jemanden mit einem E belegen, die Voidlinge spawnen und dann weglaufen. Weil die Voidlinge kommen irgendwann nicht mehr an das Ziel ran. Die können da einfach locker weglaufen. Auf der anderen Seite, das All-In-Potenzial von Malzahar oder von einem guten Malzahar ist immer noch gegeben. Man macht ein W, man macht ein E, man macht eine Ulti. Vor allem die Ulti mit der Suppression ist immer noch stark. Also Malzahar wird weiterhin mindestens eine Art hier bleiben von den Supportern. Also das ist noch nicht überstanden, diese aggressiven Supporter. Was auch nicht überstanden ist, wird Rengar sein. Er bekommt einige Anpassungen an seinem Q. Die Dash-Distance wird ein klein bisschen verringert. Das ist schön, damit er im Kampf nicht mehr so krass an einen rankommen kann, nachdem der Kampf schon begonnen hat. Der Initial von ihm ist immer noch der gleiche. Er springt aus der Unsichtbarkeit an dich heran und rar. Was aber jetzt die Sache ist, normalerweise CC't man ihn ja dann. Und bisher war es ja so, er kann praktisch, wenn er jetzt hier sein W, sein Empowered castet, dann ist er gegen Crowd Control immun. Ja, das ist er jetzt nicht mehr, aber er entfernt es immer noch.
Also, wenn man jetzt hat praktisch ihn stunt, okay, man muss aber jetzt hat praktisch zwei Stunts für ihn aufwenden. Einmal, wenn er reinspringt, zack, wenn er dann sein empowertes W benutzt, dann hat man nochmal die Möglichkeit, ihn zu stunnen. Aber jetzt ist er nicht mehr für anderthalb Sekunden immun, was ja normalerweise für ihn bedeutet hat, reinspringen, miau und wieder alles töten. Es geht jetzt halt nicht mehr ganz so leicht. Ein kleiner Nerf auf die Ulti, dass sie jetzt halt nicht mehr so lange hält, beziehungsweise er nicht mehr so lange unsichtbar ist, das ist vollkommen irrelevant. Er ist immer noch miau. Tristana bekommt einen Buff, das ist jetzt ein Punkt, der für uns wichtig ist, denn sie bekommt praktisch 2 Sekunden mehr Dauer auf ihr Q. Q ist der Auto-Attack-Speed-Buff. Und von dem her bedeutet es halt auch, dass sie schon in der Laning-Phase wesentlich potenter sein kann. Normalerweise castet sie ja ihr E auf ein Ziel und dann versucht sie mit dem Q dieses E möglichst hoch zu stacken, damit es möglichst viel Schaden macht. Ganz am Anfang war es halt leider so, dass man vielleicht nur 1 oder 2 Outdoor-Attacks draufbekommen hat, mit Glück 3. Jetzt ist es auch wirklich mit Level 1 möglich, 4 Outdoor-Attacks draufzusetzen. Ich mag Tristana sowieso, weil Tristana kann es für sich selber sorgen. Ich hoffe, dass sie wieder rankommen wird, weil dann würden auch langsam die Hyper-Carries wieder mehr an Potenzial gewinnen. Wenn Hyper-Carries gespielt werden mit Range, dann muss halt auch irgendwie der Gegner drauf reagieren. Ist eine interessante Sache, ich hoffe, dass sie wieder reinkommt. Vi bekommt Nerf, weniger Movement, weniger Attack-Speed, relativ. Also Vi hat immer noch ihre Combo, wird immer noch nervig sein. Wenn wir jetzt allerdings wieder ein klein bisschen öfter sehen könnten, wäre Vladimir. Vladimir bekommt einen Buff auf sein Base Damage, das heißt, er kann besser Last hitten, was er ja eigentlich aber in normalen Fällen eh. Er macht es zwar, aber zur Not hat er noch sein Q. Und das Q, das bekommt auch einen kleinen Buff und klein ist relativ zu sehen. Er ist eigentlich ziemlich groß und das könnte auch ein Grund sein, warum man ihn jetzt halt wieder häufiger sieht. 5% mehr AP-Verwertung und insgesamt bis zu 25 mehr Schaden auf dem Q sind schon mal ein krasser Buff und das bedeutet insgesamt fast 25 mehr Schaden. Aber jetzt müssen wir noch ein bisschen die Interaktion mit dem empowerten Q betrachten, also dem Crimson Rush. Nach jedem, also wenn er einmal ein Q gemacht hat, dann lädt sich seine Leiste auf, beim zweiten kann er dann so einen verstärkten machen. Und dieser Verstärkte ist jetzt halt vom Schaden her nur noch 85%. Ist das aber jetzt ein Nerf? Nein, leider nicht. Er macht immer noch insgesamt so roundabout 9% mehr Schaden. Das ist aber eigentlich wirklich alles nur schadenstechnisch betrachtet. Im Endeffekt, den Heal, den er bekommt und so weiter und so fort, der ist immer noch der gleiche. Der ist nicht mehr abhängig vom Schaden. Das muss man im Kopf behalten. Es ist nur noch mehr Schaden. Aber es ist leider mehr Schaden. Und ich mag Vladimir nicht. Zu guter Letzt kommen wir zu Syrah. Hier ändert sich ein klein bisschen was. Ihre Mana-Kosten auf dem Q werden höher. Das ist ja zu verkraften, weil in der Solo-Queue gilt man doch öfter mal das E, um die Root-Dauer zu erhöhen. Das ist also nicht so das Thema. Aber man hat auch die Sache, dass man eben hier Remove the Rule, bla bla bla. Erkläre ich gleich. Normalerweise war es so, wenn man jetzt eine Pflanze setzt und die spawnt in der 300er Reichweite zu einem Champion, dann fokussiert die Pflanze den normalerweise. Wenn man jetzt halt einen Zauber auf einen Champion trifft, dann fokussiert die Pflanze den. Oder wenn man Auto-Attack auf einen Champion setzt, dann fokussiert die den. Die Regel, dass jetzt halt der Champion angegriffen wird, der in der nächsten Reichweite ist, die wurde entfernt. Wenn aber jetzt halt jemand, wenn mit einem Zauber angegriffen wird oder mit einem Auto-Attack, dann wird die Pflanze immer noch den angreifen. Also grundsätzlich, wahrscheinlich wussten diese Mechanik gar nicht so viele. Wenn ihr mit einem Zauber und einem Auto-Attack jemanden trefft, dann sagt die Pflanze, das ist mein Ziel. Wenn ihr jetzt halt einfach nur eure Pflanze wohin castet und sagt, mach mal, dann wird es eben nicht mehr funktionieren, denn dann wird die Pflanze eher den Minion angreifen. Wenn wir jetzt halt sagen, Champion, Minion, Pflanze, dann wird die Pflanze sagen, der Minion gefällt mir und nicht der Champion. Das reduziert natürlich ihren Schadensoutput ein bisschen, aber wenn man sich dessen bewusst ist, dann kann man da locker drum rumspielen und dann ist dieser Nerf hier eigentlich gar kein Nerf mehr, sondern der Nerf, der bei Malzahar zu sehen war, wirkt schwerer. Also Syrah wird jetzt, denke ich mal, auf jeden Fall über Malzahar rutschen, war sowieso schon, was die Competitive Scene betraf. Aber was jetzt das Solo-Queue betrifft, wird Syrah weiterhin vorhanden sein. Malzahar vielleicht ein klein bisschen weniger, weil man ihn nicht mehr so entspannt spielen kann.
Und ja, das waren dann auch schon die Patch Notes. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Heute bin ich ein bisschen ausführlicher auf alles eingegangen, weil für die Supporter kaum was vorhanden war. Trotzdem, danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis demnächst. Tschüss, Gemüse.